Hallo liebe Freunde und Interessierte von Vision Domes. Heute haben wir uns wieder auf die Reise gemacht, auf der Suche nach den spannendsten Geodome-Projekten in ganz Deutschland. Wir sind heute in Villingen-Schwenningen in der Halle Kreativzentrum und das Projekt, was ihr hinter uns sehen könnt, das ist der sogenannte Klangdome. Viel Spaß mit diesem Video! Inspiriert von der Arbeit seiner ehemaligen Kollegen des IKRAM-Forschungszentrum in Paris, entwickelte der Professor Norbert Schnell der Hochschule Furtwangen im Mai 2021 in Villingen-Schwenningen den WHD-Klangdome. Aktuell steht der Dome der zweiten Frequenz im Gründer- und Kreativzentrum Die Halle in Schwenningen-Hammerstadt. Die Idee des Klangdoms ist ein dreidimensionales Beschallungserlebnis, ausgelöst durch 26 Lautsprecher der Firma WHD, welche an den Vertexpunkten des Domes verteilt installiert sind. Studierende der Hochschule Furtwangen, Trossing und Reutling aus den Bereichen Musikdesign, Medienkonzeption und Textildesign entwickeln und forschen rund um die Kuppel. Im letzten Jahr stand zum Beispiel ein Flipper im Dome, der Kontrabassklänge über die Kuppel des Sounddomes projizierte. Aktuell arbeitet die Hochschule an immersiven Klangumgebungen. Das kann zum Beispiel das Zwitschern von Vögeln oder Meeresrauschen sein. Diese Forschung steht im Zusammenhang mit dem Forschungsvorhaben DIDEM. Das steht für Digitale Technologien für die Versorgung von Menschen mit Demenz, bei dem ein therapeutisches Konzept für Demenzpatienten und Patientinnen entwickelt wird. Diese immersiven Klangumgebungen sollen Orte des Wohlbefindens schaffen und die Arbeit mit Erinnerung unterstützen. Wenn euch das Thema interessiert, dann haben wir für euch einige Links unten in die Videobeschreibung gepackt. Im Juni in diesem Jahr soll der Dome über eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Reutling eine Bedeckung bekommen. Wir berichten euch gerne weiter, was aus der Halle und dem Klangdome geworden ist. Im Juni werden wir das nächste Mal nach Villingen-Schwenningen fahren und euch berichten, was aus dem Projekt Klangdome geworden ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und schreibt uns außerdem gerne in die Kommentare, was ihr von dem Projekt haltet und welche Projekte ihr vielleicht noch kennt, die wir gern nochmal besuchen sollen. Ansonsten schaut auch gerne auf unseren anderen sozialen Kanälen vorbei, wie Instagram, Facebook oder auf unserer Homepage. Ansonsten verabschieden wir uns heute von euch, wünschen euch einen schönen Tag und eine Sache noch, verliert eure Vision nicht aus den Augen.